Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial. Heute widmen wir uns dem Titangerüst im Unterkiefer, also ein All-on-4 für den Unterkiefer. Die Implantatposition habe ich als reduziertes Wox-Up angelegt, okklusal verschraubt mit separaten Situationsscan. Man kann separat auch noch einen Gingiva-Scan machen, wenn man möchte, wenn das Abutment-Niveau sehr tief unter der Gingiva liegt, dann empfiehlt sich sowas auf jeden Fall. Hier waren die aber recht hoch, das heißt, die Scan-Buddies habe ich halt auch sehr gut erkennen können, um die später zu matchen. Und die Brückenglieder habe ich als Voxapontic angelegt. Da habe ich keinen Situationsscan angelegt, weil wir den nachher in der Scan-Software doppelt scannen würden. So, okay, dann fangen wir jetzt erstmal an mit dem Scan. Achso, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ich keinen Antagonisten habe. Bei diesem Fall brauche ich keinen Antagonisten, da ich das Titangerüst innerhalb des Try-Ins designen werde. Das heißt, das Try-In wird im Prinzip komplett geschrumpft werden, so dass ich später auch noch genug Platz habe, um Zähne darauf aufzustellen, beziehungsweise einen Überwurf darauf zu designen. Und später wird ja auch noch die Gingiva-Verblendung an das Gerüst drangeschichtet. Gut, das war's jetzt erstmal zum Anlegen des Falls. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Dinge definitiv. Das ist einmal die erste Anprobe, also das Try-In, und wir brauchen eine verblockte Abformung, damit das Titangerüst später spannungsfrei auf den Implantaten aufliegt. Okay, dann fangen wir jetzt erstmal an mit dem Scannen. Dazu gehen wir jetzt in das Scan-Programm, bei uns ist das jetzt Collab. Wir stellen jetzt erstmal die Höhe des Modells ein und scannen jetzt erstmal die Basis des Modells. Wir schrauben die Scan-Buddies auf die Implantate drauf und machen sozusagen erstmal einen Übersichtsscan. In dem nächsten Schritt werden wir die Scan-Buddies ausschneiden, also separieren, so dass wir wirklich nur noch die Scan-Buddies haben. Das dient einfach dazu, damit die ExoCut später es leichter hat, die Scan-Buddies zu erkennen. Das heißt, es hat wirklich dann nur zum Matchen die abgescannten Scan-Buddies und keine anderen Strukturen. Dann brauchen wir nur noch mal den Situationsscan, also die Anprobe, das Try-In, damit wir nachher wissen, wo müssen wir unser Titangerüst hindesignen. Die Modelle beschneiden, wie in den anderen Videos erwähnt, dient einfach dazu, dass die Software flüssiger läuft. Die Absturzgefahr ist geringer und für uns ist es natürlich dann auch übersichtlicher. So, wenn wir das gemacht haben, rechnen wir jetzt alles zusammen. Die ganzen Scan-Daten werden geglättet und wir können in die ExoCut. Achso, jetzt fragt er mich hier noch, ob ich die Scan-Buddies in der Scan-Software ausrichten möchte. Nein, das möchte ich jetzt nicht, das mache ich lieber in der ExoCut selber. Wäre schön, wenn das immer so schnell gehen würde wie jetzt. Okay, hier gehen wir einfach weiter und jetzt kommen wir direkt zu dem Schritt, wo wir die Scan-Buddies ausrichten müssen. In dem Fall haben wir Nobel Multi-Unit Abutments und wir nehmen jetzt Medentica Multi-Unit Implantate. Da nehmen wir Multi-Unit Straight und Multi-Unit Direct Flat Cutter. Beim Ausrichten der Implantate ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass man die Best-Fit-Ausrichtung mit gedrückter Steuerungstaste macht, da man das Ganze dann farblich analysiert angezeigt bekommt und man durch die dunkelblaue Färbung, also durch die überwiegend dunkelblaue Färbung, sicherstellen kann, dass der Scan-Buddy richtig gematcht wurde. So, wenn wir alle ausgerichtet haben, gehen wir auf Weiter. Und jetzt können wir uns die Zähne ungefähr dann dahin stellen, wo die Zähne des Try-Ins stehen. Das muss nicht hundertprozentig genau sein, da wir die Zähne ja eh später als Symbols, also als Stümpfe, schrumpfen werden. Da geht sowieso die Form der Zähne komplett verloren. Bei dem Schritt Abutment-Böden generieren habe ich leider was vergessen. Und zwar hätte ich die Abutment-Böden ein bisschen hochziehen müssen. Das mache ich aber gleich im Expertenmodus dann. Ist jetzt nicht so schlimm, aber man könnte es direkt jetzt hier schon machen. Okay, wir haben die Zähne jetzt so platziert, wie die im Try-In sind. Wir klicken uns weiter und
gehen jetzt zu der Stelle, wo wir die Unterseite des virtuellen Voxups generieren. Das heißt, wir ziehen hier wieder eine Tiefziehfolie sozusagen, um Unebenheiten zu glätten. Und jetzt kommen wir zu dem Gingiva Design. Das heißt, wir legen jetzt die Basis fest, wo wir unser Gerüst haben möchten, also die Gingiva im Prinzip. Man muss die Basis halt immer so ein bisschen, also ich versuche die Basis immer so schmal wie möglich zu gestalten, weil ich kein Sattel haben möchte. Das Problem ist halt, wenn es zu schmal ist, dann schafft die Exocut es halt nicht, die Gingiva an die Zähne dran zu rechnen. Und da muss ich halt immer ein bisschen die Linien verschieben, damit Exocut es schafft, die Gingiva an die Zähne dran zu rechnen. So, geschafft. Jetzt kommen wir erstmal zu dem groben Modellieren der Gingiva. Das heißt, ich reduziere das Ganze jetzt schon mal ein gutes Stück nach innen. Wie gesagt, ich will mit dem gesamten Gerüst innerhalb des Try-Ins liegen, damit ich später genug Platz habe für die Kompositverblendung und den Überwurf. So, jetzt kommen wir zu dem Schritt Schrumpfen. Man kann jetzt verschiedene Schrumpftypen nehmen, man kann diese Retensionen nehmen, das sind dann einfach Stifte, oder man nimmt die Symbol. Das sind dann jetzt Stümpfe im Prinzip, komplett geschrumpfte Zähne. Und jetzt gehen wir auf Zahnplatzierung korrigieren. Also einfach Platzierung korrigieren, damit können wir die Stümpfe jetzt nochmal frei bewegen. Die Stümpfe werde ich jetzt nochmal ein Stück runtersetzen, damit ich auch nach Okklusal hin später genug Platz habe, um da noch Zähne drauf zu designen. Und unter die Zähne kommen natürlich später auch noch Opaker, das heißt, wir opakern das Gerüst später auch noch. Da muss man dann halt auch noch ein bisschen, ich meine, das ist nicht viel, aber das muss man halt mit einberechnen, dass da auch noch die Opaker-Schicht drauf kommt. Okay, wenn wir die Stümpfe ausgerichtet haben, gehen wir jetzt auf Gingiva frei formen, ganz unten das Graue, und können jetzt die Gingiva an den Zähnen ein bisschen freilegen, beziehungsweise die Zähne legen wir frei, so dass wir eine Prep-Grenze wieder haben. Das ist einfach später leichter, wenn wir das Titangerüst haben, um die Zähne wirklich an einer Prep-Grenze anzulegen. Das sieht einfach später schöner aus, als wenn man die irgendwo auf dem Titangerüst anlegen würde. So, dann sehen wir jetzt die Mindeststärke von den in Anführungsstrichen Klebebasen bei den Multi-Units. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufbauen. Und im Prinzip ist das Ganze jetzt eine Mischung aus Auftragen, Abtragen, Glätten. Und man muss sich jetzt halt ein Titangerüst rausarbeiten, so wie man es später haben möchte. Wenn man jetzt schon mal die grobe Struktur hat, kann man sich jetzt ein virtuelles Voxup berechnen. So haben wir jetzt die Stümpfe, also die Symbols und unsere konstruierte Gingiva als ein Stück und können jetzt alles gemeinsam frei formen. Ich muss jetzt hier nochmal konstruierte Teile löschen, weil ich nämlich eben am Anfang vergessen habe, die Abutmentböden ein Stück hochzuziehen. Und dann hat man einfach so große flache Teller und keinen sauberen Abschluss zu den Abutmentböden, und deswegen muss ich die so ein bisschen hochziehen, so dass die tulpenförmig aus dem Zahnfleisch kommen sozusagen, damit wir einfach einen sauberen Abschluss auch an den Multi-Units haben. Ein großer Vorteil hat man, den hat man auch dadurch, dass man dann später natürlich mit einem Zahnzwischenraumbürstchen besser an den Implantaten reinigen kann, weil man ja durch die Anhebung des Abutmentbodens Platz geschaffen hat für so ein Bürstchen. So, wenn wir das gemacht haben, machen wir wieder ein virtuelles Voxup und gehen auf Freiform, und dann geht es weiter mit Auftragen, Abtragen und Glätten. An den Implantaten reduziere ich das Titangerüst jetzt so ein bisschen, damit wir später auch gewährleisten können, dass der Patient an den Implantaten richtig reinigen kann. Generell ziehe ich das jetzt an den Seiten so ein bisschen rein, weil ich das wirklich schon fast punktförmig oder linienförmig auf dem Zahnfleisch aufliegen haben möchte, beziehungsweise habe ich ja eigentlich gar keinen Kontakt zum Zahnfleisch. Ich reduziere das komplett basal ein bisschen, man sieht ja den Spalt zwischen dem Modell und dem Gerüst, damit wir später auch noch Platz für Komposit und Opaker haben. Jetzt ändere ich die Ansicht, die Darstellung
auf nur Flat Shading. Das ist einfach ein richtig cooles Tool, um mir zu zeigen, an welchen Stellen ich wirklich was verändere durch Auf- und Abtragen oder Glätten. Wenn ich das ausgeschaltet habe, habe ich ja eine komplett glatte Oberfläche und sehe oft halt nicht, was ich jetzt genau gemacht habe und ob das so gut ist. Und das kann ich mit diesem Flat Shading besser erkennen. Also ich kann zum Beispiel jetzt viel besser erkennen, ob ich an die Prep-Grenzen der Stümpfe gehe oder ob ich nur das Titangerüst modelliere. So, im Prinzip sind wir schon fast fertig. Ich werde jetzt nur noch so kleine Details machen. Das heißt, ich werde den Zahnhals von den Stümpfen so ein bisschen tiefer legen, um nachher die Möglichkeit zu haben, den Zahnhals beim Design zu verlängern. Ob ich das dann später mit Composite abdecke, ist nochmal eine andere Sache. Und oberhalb der Stümpfe werde ich nochmal ein bisschen die Kanten glätten, damit es nicht zu scharf ist. Weil scharfe Kanten sind nie gut. Lieber alles ein bisschen rund und glatt. Und dann ändere ich wieder die Darstellung. Gehe zurück in das Glatte und ziehe mir halt die Papillen jetzt noch ein bisschen tiefer, damit ich da auch genug Platz habe für die Kronen. Durch das Einblenden der Situation, also der ersten Anprobe, kann ich mal ganz gut erkennen, ob ich wirklich überall genug Platz habe, um später halt Kronen drauf zu designen und für meinen Opaker und meine Composite-Verblendung. So, wenn ich schon damit zufrieden bin, werde ich jetzt ein fertiges Teil konstruieren. Das heißt, ich speichere das Ganze jetzt ab. Im Prinzip könnte ich das so jetzt schon auf die Fräse schicken. Was ich immer noch ganz gerne anklicke, ist das Optimieren für einen 3D-Drucker, weil manchmal spuckt er mir dann noch Fehlermeldungen raus, die der mir normalerweise nicht anzeigen würde. Und dann könnte ich das nochmal kontrollieren, was ist denn da jetzt genau nicht so gut. Also ist da vielleicht irgendwo der Schraubenkanal nicht richtig gerechnet worden oder so. Und das zeigt er mir manchmal bei den Optimieren für einen 3D-Drucker besser an. Ich habe jetzt gerade an den Implantaten noch ein bisschen mit einem feinen Pinsel reduziert, damit man es einfach leichter hat, mit dem Reinigungsbürstchen auch an den Implantaten entlang zu gehen, um die sauber zu halten. Wenn euch das ganze Video jetzt an manchen Stellen ein bisschen zu schnell war, könnt ihr natürlich das Ganze einmal natürlich zurückspulen und nochmal anschauen oder ihr reduziert einfach die Geschwindigkeit. Leider wird dadurch dann auch meine Stimme reduziert, aber ihr seht einfach dann besser, was ich wo genau gemacht habe. Also so als kleiner Tipp, falls es an manchen Stellen zu schnell war, einfach bei den Einstellungen in YouTube die Geschwindigkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos zu reduzieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde mich über Feedback freuen, so wie immer. Und wenn ihr mehr davon wollt, lasst mir ein Like da. Macht's gut, bis bald. Euer Maurizio.